Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade auf dem Weg nach Santa Marta in Kolumbien, also zu einem eher untypischeren Kreuzfahrtstopp. Wie ihr vielleicht hören oder sehen könnt, habe ich mir einen grippalen Infekt eingefangen. Ist momentan ein großer Trend hier auf dem Schiff und werde daher heute aller Voraussicht nach nicht von Bord gehen. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass ich ganz bestimmt jemanden finden werde, der für euch und auch für mich ein paar Eindrücke mit der Kamera festhält, die ich dann in dieses Video schneiden kann. Ich zeige euch jetzt natürlich auch noch mal gerne auf der Landkarte, wo wir entlang gefahren sind. Und zwar waren wir ja hier auf den Niederländischen Antillen auf Curaçao und sind jetzt hier rüber gefahren an diese Spitze von dem Land Kolumbien. Und das heißt, wir sind jetzt in Südamerika. Eine Karte und die Lose hier, liebe Mandy. Wir wollen jetzt einen Gewinner ziehen, der diese Seekarte damit nach Hause nimmt, wa? So, einmal. Thank you.
Also, den Berichten zufolge soll Santa Marta wohl nicht besonders sehenswert sein. Es war wohl schon relativ ordentlich, aber es gibt anscheinend jede Menge bettelnde Menschen, insbesondere bettelnde Kinder und streunende Hunde. Und ja, so eine Wohlfühlatmosphäre oder so ein besonderes Gefühl von Sicherheit ist anscheinend da auch nicht aufgekommen. Also es stand überall so eine Tourismuspolizei rum. Und ja, also ich habe kurz gesagt wenig Positives heute gehört. Ich vermute, dass Santa Marta eher so ein Ziel ist, wo man dann Ausflüge ins Umland bucht, weil wenn man hier aus dem Fenster schaut, sieht es auch wirklich richtig schön aus. Also man hat hier einen schönen Blick auf die Berge der Sierra Nevada de Santa Marta und es gibt hier diesen bekannten Tayrona-Nationalpark recht in der Nähe. Und ich vermute, dass wenn man da heute einen Ausflug hin unternommen hätte, dass man dann mit anderen Eindrücken zurückgekommen wäre. Jetzt wollte ich noch mal kurz auf ein Thema zurückkommen, das ich vor ein paar Tagen, ich glaube auf Grenada, schon mal kurz angesprochen habe. Und vielleicht einige von euch auch interessieren könnte. Und zwar sind auf Barbados 60 neue Leute zugestiegen, die alle im Zusammenhang stehen mit einer Fernsehproduktion. Genau genommen einer Fernsehproduktion für den Sender Vox. Hinter dieser Produktion steckt die Firma Bewegte Zeiten und das sind wohl auch die Macher von Verrückt nach Meer. Aber es wurde uns mehrfach gesagt, dass es halt eben kein neues Verrückt nach Meer gibt, sondern ebenso ja eine neue, andere Doku-Serie für den Sender Vox. Grundsätzlich sieht man halt eben immer mal so kleine Grüppchen rumlaufen. Die bestehen meistens aus, oder ich glaube immer, aus einem Kameramann, einer Person, die das Mikrofon trägt und einer weiteren Person, die halt eben so ein bisschen Anweisungen gibt und dann halt eben immer dem entsprechenden Pärchen oder der Familie, die da gefilmt werden. Diese Grüppchen, die sieht man sowohl auf dem Schiff als auch an Land. Ich finde, es stört jetzt auch nicht weiter. Also die mischen sich da hin und wieder mal so ein bisschen unters Volk. Aber es ist auch sogar ganz interessant, das erstmal so ein bisschen zu sehen, wie sowas gemacht wird und ja, wie sowas abläuft. Was ich gerade noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass uns gesagt wurde, dass es wohl schon im April, also so abends irgendwann, 20.15 Uhr oder so, ausgestrahlt wird. Das heißt, ich kann es ja da noch gar nicht schauen, weil wir da ja noch nicht zurück sind. Aber falls ihr an solchen Kreuzfahrtserien Interesse habt, dann könnt ihr da ja mal reinschauen. Morgen erreichen wir dann schon wieder unseren nächsten Hafen und das ist dann tatsächlich auch schon der letzte Hafen in Kolumbien. Ich hoffe also wirklich sehr, dass ich mir dann auch mal selbst ein Bild von dem Land machen kann. Aber irgendein Video wird es sicherlich geben. Liebe Grüße also aus Kolumbien und bis dann!